Hallihallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge WWE 2020. Ja, wir haben letztes Mal hier unseren Teammate bekommen, beziehungsweise wir haben ihn nicht bekommen, wir haben ihn herausgefordert und er hat uns gewinnen lassen. Ja, leider haben wir schon vorhin mit ihm gesprochen, aber leider ist das Spiel so ein bisschen abgekackt, deswegen sage ich euch nochmal kurz, was da passiert ist. Und zwar haben wir die Strategie gesprochen, ich soll ein bisschen aus dem Weg gehen. Sehr gute Strategie im Übrigen. Und dass er uns halt nur gewinnen lassen hat, damit er Ruhe hat. Also er ist nicht sonderlich von uns begeistert. Sprechen wir hier mal mit ihm hier. I heard what you said last week about wanting to prove you belong in NXT. I respect that. But it's not going to come at our expense. No, sir. Not our expense, Tucky. We came back to NXT for one reason. To win the Dusty Rhodes Classic. Back to win the whole enchilada! Ah, yeah. I actually watched your previous Dusty Classic matches to try to get an advantage, but there wasn't a lot to go on. You know, because you always lost in the first round. You went there, huh? You did go there. Sounds like he wants to fight! I'm just stating a fact. Ja, gut, okay. Machen wir erst, provozieren wir die erstmal unsere Gegner, dann kriegen wir nachher bestimmt auf die Fresse. And here's another one. Tonight, we're gonna destroy you. That's right, Ducky, cause we're coming! Okay, na dann. Dann sprechen wir nochmal hier mit Engelchen. Hey, I ran into Triple H earlier and assured him your stunt last week was just a one-time thing. You're lucky he thought it was good TV, or you might be out of a job. Triple H thought I was entertaining? That's great! That's not exactly what I would have gotten out of that statement. Nonetheless, I'm happy you found someone to team with for the Dusty Classic, even if it's Velveteen Dream. What do you mean, even if? I just don't think he's the most trustworthy partner. But hopefully I'm wrong. He's too set on proving he's the real Dream to pull anything on me. So don't worry, I'll be fine. But what about your big contract signing tonight? You have anything planned? Yeah. I'm gonna go out there and sign the contract. That's it? These things are all about playing mind games with your opponent to get an advantage in the match. Like, what if you brought your Mae Young Classic trophy to the ring with you? That would really get in Rhea's head. Oh, hi. Jetzt dürfen wir eine Entscheidung treffen, ob wir die Trophäe mit in den Ring nehmen oder nicht. Ach, machen wir es einfach mal, ne? Die Gegner zeigen, dass wir auch nicht zu unterschätzen sind. Okay. Since you seem to know about this sort of thing, I'll take your advice and bring the trophy out. Great. So, what did Triple H say about last week being good TV? Did he like my promo or the handcuff move or just everything overall? You should focus on your match. Ja, da hast du ausnahmsweise mal recht, ne? Wir sind nicht unbedingt so der Fokussierteste immer bei den Matches, ne? Wir kriegen den immer komischerweise auf die Fresse. So, dann gehen wir mal zu unseren Matchfreunde. Hehehe, schauen wir doch mal rein. Spielen wir bestimmt gegen die beiden. Und wahrscheinlich kriegen wir wieder auf die Fresse und er wird uns hier wieder verlassen. Ich hab da so eine Vermutung, Freunde. Nicht, dass ich das schon mal später... Aber habe ich auch nicht, aber ich habe da schon so eine Vermutung. Bei unserem Talent sitzen wir ja nicht immer glücklich durch die Matches gekommen, wenn wir, ja, wenn wir unseren Charakter ein bisschen kennen und genauer wissen. Das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte. Boah. So, dann mal los. Unser Auftritt, Freunde. Ach ja, wie herrlich. Auch außer die Flammen, die sollten sie mal fixen. Die hören einfach so plötzlich auf, das ist nicht so schön. Eieiei. The following contest is scheduled for one fall. Introducing first, from Hamburg, Germany. Weighing in at 199 pounds, the Captain! Jawohl!
This is it. Let's go. This is the match we've all been waiting for. And the electricity level in the arena right now is unlike anything I've ever felt. Ah. Gucken wir mal, wann unser Teampartner hier reinkommt. Here on NXT, it's Dream Time! And his partner from Capitol Hill, Washington, D.C., weighing in at 227 pounds, Velveteen! Ja, den kennen wir ja schon. Überspringen wir mal das Ganze gekonnt. Wir wollen ja auch nicht zu viel Zeit damit verplempern hier. Leute, kommt endlich mal hier zum Punkt. Wir wollen ja mal losgehen. Ah ja. Ich bin sicher, dass Dream das Frisch durch den Pinfall gewinnt. Ah ja, okay. Ouch. Oh, schon dritte die Familienplanung. Und Crucifix. Hey. Liegst du erstmal, was? Ouch. Oh, nicht in den Nacken. Das tut weh. Eieiei. Nein. Oh. Nix da. Oh, Trachtprügel nach Klonart hier. Ja, komm hoch hier. Hä? Ah, super, hat nicht gesessen. Der hat aber gesessen. Ja, komm hoch hier. Komm. Willst du noch einen Ellbogen haben? Willst du noch einen Ellbogen haben? Ja, feiner Wuff. Feiner Wuff. Bam. Liegt er wieder. Bam, und noch ein. Und noch ein. Lol, das hat ihn gar nicht interessiert. Auch nicht schlecht. Oh. Nein, hier, komm. Look at the power. He's just about there. He makes the early save. Oh, komm schon, Dream. Das hätte ich sein müssen. And what a punch. Reverses. Can he make him pay? Ah, jetzt kommt Dream hier ran, ja. Bam. Das war schön. This is a big risk. Will it pay off? I agree with Byron's statement that Velveteen Dream is an attention all the way from the top rope. Oh, ouch. I didn't see that coming from Otis. Oh, an impressive series of moves. Looks like nobody. Und geben wir mal ein paar Backpfeifen hier. Bam, bam, bam. Links, links, zack, 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 zack. The damage he's taken is starting to pile up. It looks to me like he's really trying to carry this team. Oh, no mouse Gesicht oben drauf. Zack. Considering he has a very capable partner he can tag in here. Struggling to get to the corner here. Might not make it, Michael. So, jetzt bin ich dran wieder. A high risk maneuver in the works from that top. Und Otis got all time. Scheiße, was wir gedacht. Zwei Mal in Magengrube. Kriegt ja die Rache sofort hier. Neither one of them are willing to give. Bam, wenn er schon den Kopf so doof hinhält, ne? Harsh impact. Ooh, kick to the face. Oh. It's a tough spot to find yourself in, that's for sure. Oh, jetzt hängen wir da in der Ecke. Looking for the quick cover, it's Otis. Ach nee, Kumpelchen, so nicht hier. So, oh. When you talk about great tag teams, we can go all the way back to teams like the Tolos Brothers, Stevenson Patterson, Stevenson Bockwinkel, the Texas Outlaws, the Briscoes, the Blackjacks, the Andersons, and the list goes on and on. When you're part of a tag team, the two partners have to travel together, train together, eat together, and be completely in sync with one another. Jetzt haben sie mich in der Ecke, oder? Oh, nicht doppelte Familienplanung. Oh! Aua. Desperately needs to make a tag here. I don't know. It's going to be tough to make it to the corner. Oh, able to counter.
Head scissors takedown. Very nice. Müssen uns immer wieder heilen, ey. Das war lässig, der Move. Komm hoch hier. Gonna be a lot of offense in this match. Oh, bumm! Komm her jetzt. Jetzt kriegst du noch mal einen aufs Maul. Oh, oh, jetzt hat er gekontert. Ouch. Nee. Oh, komm, jetzt ist Dream wieder dran. Wir müssen unsere Energie aufladen hier. Oh! Kacke, da hat gesessen, ey. Aua. Aua, aua, aua. Nee. Oh! Komm her hier. Aua. Aber kam uns zuvor. Nee, Kumpelchen. Vorne ist hier. So nicht. Bam. Oh. Schön gekontert hat er. Ja, rein mit dir wieder. Incredible action in this match so far. Oh, that'll leave a mark. He's looking to do more damage from the ropes here. Oh my God! Ooh! Boah, wie machen wir jetzt den Signature? Ach, wir haben einen Finisher frei. The whole complexion of this match, Michael. A missed attempt there. Oh yeah, come! Oh, come! I just can't get over the physicality of this match. It has been absolutely brutal. Oh! Und Jack, komm her. I can't say I expected to see this tonight. It's not every day you see a guy as talented as him. Haben wir uns unfreiwillig auch noch weggeduckt hier. Autsch. Die Automatik lässt dir zu wünschen übrig hier. Und gekontert. Komm her hier. Doing whatever it takes to win. Oh! Does he get him here? Komm her jetzt. Eins, zwei, nein. Ach, Klappe hier. Kriegst einen Kinnhaken. Autsch. Na, ah, haben wir noch gekriegt. Sehr schön. Alter, warum kriegen wir das nicht hin? Also hier wieder heilen uns, Freunde. Komm hoch hier. Knie ich. Kriegst ein Signature rein. Autsch. Na, komm. Down, head over heels. Oh, Scheiße. Great evasion. Und gekontert. Boom. Saw it coming. Mal hier ein bisschen heilen. Really needs to get to the corner and he can end it. Komm her jetzt. Eins. Zwei. Alter, läuft. Der hat den Rap rausgenockt. Läuft. Komm schon. Au.
Nee, 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 Kollege. So. Nicht! Das ist ein great reversal. Nein. Warum liegst du? Komm, wir sind rein hier. Komm her. Na komm. Der ist jetzt damit raus wahrscheinlich dann. Pillar DDT, schönes Ding. Eins, zwei. Noch komm. Und nochmal versuchen. Eins, zwei. Oh, komm. Komm. Very nice. Komm her jetzt. He's going for it all. Schöner Elbow Drop, das war sehr gut. Und jetzt raus. Eins, zwei, drei. Jawohl. Wir haben gewonnen. Ja. Schönes Ding. Sind wir eine Runde weiter. Jawohl. Now that's earning a well-fought victory. Without a doubt, he is among the most dominant guys on the WWE roster right now. I wouldn't be surprised if we saw these teams going back to it at some point in the very near future. Schönes Match war das. Das war ein sehr, sehr schönes Match. Uiuiuiui. Jetzt kommt nur noch Red ihre Auftritt. Schade, dass sie da die echten Namen nicht eingetragen haben, die wir da eingetragen haben, aber gut. Ist auch so ein bisschen schwierig, ne? Aber gut, wir alle wissen ja, dass es in Wirklichkeit mein Engel ist. Von daher ist es alles gut. Ist er denn, wir kriegen jetzt hier noch einen Cut. You all have history with one another, but at NXT TakeOver, more history will be made when you'll compete in a triple threat match for Candice LeRae's NXT Women's Championship. Now, if you could each sign your names on the contract, we can make this match official. Before we sign anything, I want to ask what you're doing out here with that trophy. You think you're real cute, don't you? This thing? I actually bring it everywhere. The grocery store, the gym, car wash, contract signings. I even sleep with it sometimes. Helps remind me of how I won the Mae Young Classic on my very first try. But who did I beat in the finals? Huh. I can't remember. I don't have time for this. Ah, yeah. Unterschreiben wir hier mal. You might want to stick around for a preview of what I'm going to do at TakeOver. Oh! And thanks to Rhea Ripley, this contract signing has officially gone off the rails. When do they ever stay on the rails, Byron? Rhea Ripley's going on a rampage. And now Rhea's using the Mae Young Classic trophy as a weapon. That's what Red gets for bringing it out here. It looks like Red has some kind of eye injury. No one deserves that, Corey. I don't give a damn about that. This is what I want. Das war meine Ansage. Aua. I'm so sorry. This is my fault. Rhea Ripley made a statement tonight. She will destroy anything in her path to capture the NXT Women's Championship. Oh, scheiße. Das tat weh. Aber ich glaube, das hätte auch mit der Waffe passiert. Ohne Waffe, Waffe sage ich schon. Ohne Trophäe wäre das passiert. Uiuiuiuiuiui. Hätte ich die... Aber ich frage mich echt, was dann passiert wäre, hätte ich die nicht ausgewählt. Uff. Wieder was, was wir verkraften müssen. Sorry, Schatz.
Ah, lol. Gegen wen kämpfen wir denn jetzt hier? Ah ja. Ich will jetzt mal wissen, gegen wen wir jetzt hier kämpfen. Ah, wieder ein Tag-Team-Match. Wieder ein Tag-Team-Match, Freunde. Ah ja. Ich glaube, das schauen wir uns in der nächsten Folge mal an. Ah ja. Die beiden Rapper-Kollegen. Ja, euch machen wir auch in der nächsten Folge fertig. Aber wie gesagt, Freunde, erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, reingehauen und ciao, ciao.